Wer dominiert den Möbelmarkt und bestimmt, was es Neues gibt? Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und im Thema der Woche erörtern wir genau dieses Thema. Es sind nicht die Hersteller, die den Möbelmarkt bestimmen. Es sind nicht die Möbelhäuser, die den Möbelmarkt bestimmen. Wer ist es dann? Nun, es sind die Big Player wie XX Lutz, Höffner und Porta und es sind die Möbelverbände. Und die Möbelverbände wie Begos, VME, EMV kennt kein Mensch. Das sind Zusammenschlüsse von Möbelhäusern. Die Möbelhäuser geben einen Teil ihrer Kompetenz und Verantwortung an den Verband ab und der kauft dann für die Möbelhäuser gemeinsam ein. Und mit diesen Voluminas dominieren sie den Markt. Die Hersteller machen nur das, was die Möbelverbände und die Big Player wollen. Die Innovationskraft wird dadurch aber stark gebremst, weil das sind oftmals Zahlenmenschen, die schauen nach, was lief in der letzten Saison gut und kaufen genau das wieder ein. Also keine Innovationen, weil das ist ja nicht verifizierbar. Hier gibt es noch keine Daten. Und dadurch entsteht immer mehr Einfalt statt Vielfalt. Immer mehr vom Gleichen wird angeboten und die Vielfalt leidet. Zudem gibt es ein Wasserträgersystem in den Möbelverbänden. Das heißt, die Kleinen kriegen schlechte Konditionen, die Großen kriegen sehr gute Konditionen. Das führt zu einer Marktkonzentration und das ist nie positiv. Keine Macht in Möbelverbänden. Es braucht keine Möbelverbände. Es braucht wieder mehr Unternehmer, die selber entscheiden, was gut ist. Was ich in Stuttgart brauche, ist noch lange nicht das, was der Kollege in Kiel braucht. Deshalb abschaffen die Möbelverbände, wieder mehr Selbstständigkeit für die Möbelhäuser und dann gibt der Markt auch wieder mehr Vielfalt her. Das ist meine Meinung. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und schreiben Sie in den Kommentaren, was Sie von dieser Idee halten. Und Instagram sind wir auch und ein Showroom in 72186 Empfingen haben wir auch jedes Wochenende, Freitag, Samstag geöffnet. Danke und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von hofischnapp.de.